Taschen, Leute, da sind wir zur nächsten Bergetappe der Tour de France. Was mache ich da schon wieder? Chalaput angreifen. Ja, wissen wir doch. Kluge, ja. Wie immer vor Sam Bennett. Brammer vor Hürth. Moabit vor Nerz. Und ja, wenn Jose Mendes weiter vorne, würde ich auch mit Jose Mendes angreifen. Hürth ist ja auch jetzt ganz weit. Drei Trikots haben wir inne. Niki Terpstra beim Bergangriff, das macht er meistens, dass er bei Bergetappen auch angreift. Ja, mit Niki Terpstra kannst du gerne auf der Ebene fahren, wenn Chalaput. Simon Gerrans ist eigentlich, achso, der ist australischer Meister, wusste ich gar nicht. Habe ich besser gesagt, verdrängt vielleicht auch sogar. Kein Plan. Wenn vielleicht noch ein Angriff kommt, dann werden wir hinterher gehen. Das wollen die aber wohl nicht, weil die gehen ja sofort hinterher. FDG, keine Ahnung warum. Keine Ahnung, was jetzt FDG da vorne macht. Best gesagt, King Sky. Ich wusste, dass da ein Angriff kommt. Wir gehen da auf jeden Fall hinterher. Pinot lass ich da nicht etwas ziehen. Er will sich die Bergpreispunkte holen, immer noch gewesen. Diese Ränke, man macht doch mal einen, bewegt deinen Arsch da vorne. Pinot kann nicht mehr, wackelt den Arsch, aber fährt dann alle vorbei. Ach, leck mir. Lass ich nicht vorbei. Ist er vergessen. Lass den nicht vorbei. Pinot. Nee, ich bin doch nicht doof. So in lass ich nicht fahren. Dann lass ich mich lieber wieder einholen. Als den Pinot da draußen zu haben. Ja, mir aber klappt. Das mal für alle wieder erholen. Ich möchte natürlich auch mit Chalaput gerne die ganzen Bergpreispunkte holen. Sam Bennett, der ist schon weg. Fahr du mal wieder nach vorne. Fällt mir da nicht, der Betacour. Haut ab, Lauenzen Ham und Betacour. Da greifen sie jetzt an. Nee. Woher kommst du nicht? Der da auf jeden Fall nicht. Der
bitte, cool, er kommt nicht vorbei. Na, holst du deinem Kali mehr? Alter, hau ab, kommen sie vorbei. Steht der nicht? Was versteht der nicht? Du kommst ohne vorbei. Hör mal, du hast ja Schmerzen, du Fotzenkorb, Alter. Alter, jetzt möchte ich, wollte schon sagen, dass der nicht eingeholt wird, dann kriegt die Krise. Mit Peter Sagan in der Gruppe finde ich schon besser. Der aber bis jetzt noch gar nichts gerissen hat, er scheint wohl nicht fit zu sein. Bramha, guten Tag, plus 4. Ja, geht doch. Stieber. Kann man am Berg wieder einholen. Schalabut muss ich erstmal wiederholen. Da bringt dann noch nichts. Oh, jetzt können wir wieder angreifen. Nee. Alter, wer geht jetzt hier schon wieder? König! Ich hoffe, der geht nur so, nicht, dass der mir jetzt die Bergpreispunkte klauen will. Ja, dann werde ich aber spuckig, ey. Und dann spucke ich seine Fresse zu, Alter. Ich konnte es ja auch mal vorstellen. Denn der Minister, ach so, der wollte ja eigentlich angreifen. Oh, wieder verschlafen. Ja, komm. Bip, 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 bip. Singt der mehr die Musik? Ja, man kann doch ein bisschen bekloppt sein. Oh, Bennett ist... Ja, natürlich. Und der Ausfall. Pass auf, der kann nicht mehr erfahren. Okay, kann noch. Fällt. Das wird der Wesen. Dann wäre vorbei. Der hat nie wieder angefasst, das Spiel. Doyle, Frau Kluge, Kluge. Frau Bennett. Mann, ey, muss ich das euch jedes Mal erklären. Ich hoffe, der König greift wirklich nicht für die Bergwelle. Dann kann er gerne sich in der Gesamtwertung verbessern. Sam Bennett, der kann ruhig wieder nach vorne kommen, weil er kommt gleich wieder ein Zwischensprint. Und Steve will hier irgendwie dranbleiben, glaube ich. Ey, Mann, die Musik ist so geil. Durchschnittssteigung 7,2. Okay. Das ist schon ein steiler Berg. Ich mach auch gerne die ganze Zeit die Führungsarbeit. Glauben wir, ob wir da noch mit Sam Bennett wieder nach vorne kommen? Ich glaube ja nicht. Solange wir die 25 Punkte kriegen, bin ich zufrieden. Mit 90 Punkten dann am Ende des Tages. Der kämpft sich jetzt hier durch das Feld, der Bennett. Kilometer sind es noch. Oh. Der wird uns echt... Ich glaube, der greift nicht an. Warum sollte er denn auch? Er hat überhaupt keine Punkte. Er kann heute nur die 50 Punkte kriegen. Aber wenn ich dabei... Also wenn er hier jetzt dabei bleibt, der Kollege... Komm, ich muss hier irgendwie noch mit dem Berg hier rüberkommen.
hoffe, der greift dich an. Ja, ja, Leopold König. Bei Bora hättest du jetzt besser gehabt. Oh, Bennett verliert Plätze. Aber er probiert doch mal ranzufahren. Meistens die letzten 3 Kilometer, ich halte mich schon mal bereit. Steve hatte keinen Punkt. Die letzten 3 Kilometer. Alter, du Eierkopf. Du bist mir ja der Leopold König. Ich krieg nur locker. Ich muss ja 18 und dann hab ich dich ja. Der Steve immer mit der Attacken. Ihr dummer Junge. Einfach daneben gefahren. 80 und hinterher. Und gib ihn. Sagt man ja so gerne. So, jetzt haut dir das Gesicht. Ja, 25 Punkte, Mainz. Danke, Jungs. Die nehme ich doch gerne. So. Da gehen die nächsten. Betacur natürlich. Bennett kann nicht mehr. Schade. Ich glaube, es ist echt nach dem Sturz, da kann er einfach nicht mehr. Jetzt gut da vorne dabei, wie immer. Hört auch. Brammer kann man zu trinken holen. Da sehen wir jetzt, wenn der Zwischensprint noch dabei ist. Schön, wenn ihr den da noch einholt. Nur Zakarin. Hürth plus 4 Tagesform, Nerz 0. Ah, wird immer besser mit Hürth, aber mit Nerz nicht. Wäre schön, wenn ihr mir die wenn ihr mir die Sprintpunkte überlassen würdet. Arschloch. Wollt ihr nicht? Okay. Jetzt geht's hier um den Berg. Als Dritter kriegt man ja, oder als Zweiter kriegt man ja auch noch, wie viel? 17 Punkte? Oder 20? Die nehme ich auch gerne mit, ja. Leopold König, ist der nur so schlechter Abfahrer wie Dings, aber Stieber ein guter. Oh, jetzt müssen wir auf Nerz aufpassen. Jetzt muss er ein bisschen vor. Gerade zurückgeschickt, jetzt so wieder vor. Der kann aber nur meckern, der Frohlich gewesen. Jetzt fahr vorbei, Moabit. Ah, die läuft super, die Gruppe hier. Hürth wird dann am Ende des Tages die Überraschung. Und Alaa Philippe. Oh, Bennett hat Durst. Mal ein bisschen schneller hier. Braucht mir ein bisschen zu lange. Das ist die erste Steigung, geht ja noch. Das Gefühl, da wird es doch gleich steiler, ja. ...4,5, das kann der Schieber nur locker bedienen. Ich sollte mal meinen eigenen Rhythmus fahren. Und
nicht des einen, der schon mal Tour 6, 7. oder 6. war. Weiß ich gar nicht. Fesen. Hey, Fesen. Nee, 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 nee. Ihr seid da nicht mit hinterhin. Ja, ja. Nee, dann warte mal da vorne. Jetzt wird hier schon wieder eingeklemmt. Das finden die lustig. Gehen wir mal mit einer Attacke. Zwei, die ja nicht so weit oder die nicht so gut sind in der Gesamtwertung, muss man ja eigentlich nicht gleich hinterher gehen. Mal sehen, wie viel sie jetzt rausfahren. So, Mendes ist weg. Bleiben einfach mal im Hinterrad von König. Jo, da muss Edmund Brammer jetzt hier ein schönes Tempo ballern. Hürth muss jetzt gleich alleine gehen. Plus 5 Tagesform. Läuft. Dann können wir eigentlich Schalaput zurückholen. ...41 Fahrer noch. GG für unseren Kollegen hier. Ja, läuft. Läuft alles super. Minuten haben sie rausgefahren. Er fährt ihn einfach mal hier schnell an die Gruppe ran. Er fährt jetzt seinen Rhythmus. Und jetzt guten Tag. Ja, fahr doch mal vorbei hier links, du Affe. Oh. 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 Alter, bist du zu doof, links vorbeizufahren? Ich hau das Spiel gleich. Das wisst ihr, möchtet ja nicht wissen, wie ich das Spiel gleich haue. Mann, Mann, Mann. Nein, nicht schützen. Was willst du denen schützen? Was ist mit dir los, Alter? Dann greifen wir jetzt an. Wir holen ab hier. Frau Aline. Sag mal, sie groß ist. Der Depp bin, die Leopold. Morabit und Nerz hauen erstmal ab. Bleibst du mal dran, Nerz? Junge, Junge, ey. Der macht mich fertig. Molle mal jetzt mit einer Attacke. Natürlich holen wir uns die Bergpreispunkte. Wir sind ja nicht doof. Wir helfen ja unseren Teamkollegen. Maitens war das. So, der kann jetzt runterballern, der Morabit. Schalaput ist jetzt in der Gruppe hier, wird da natürlich jetzt nichts machen. Ja, die haben Durst.
So, Jod kann sich jetzt zurückfallen lassen. Was für eine taktische Meisterlei. Ach, ich bin so ein Genie. Ab hier, Moabit. Der Hirt muss jetzt übernehmen, die letzten 20 Kilometer. So kann man sie auch ins Gelbe fahren. Ja, da habt ihr wohl nicht mit dran gerechnet. Oder daran gerichtet. Da muss er jetzt die Tempolene gehen. Nee. Wie jetzt? Fang an und der fährt auch einfach alleine zu. Ist klar. Also, was macht der denn? Oh, ich hab den euer nicht ausgewählt. Vor dem dann. Ey, kriegt die Krise hier. Ihr seid paar Affen. Nee. Den kriegt er nicht. Nee. Lotti Karotti. Das ist total verrückter Hasrennen. Jetzt legt man Marsch. Fahr die selber. Machst du da vorne, alter Schalaput? Jo, 30 Fahrer noch, ist klar. Und wo ist ja... Wo ist Juan à la Felipe? Gucken einfach mal alle, die im Klassement sind. Der ist weg. Valens ist weg. Spangbeck weg. Weg. Quedock weg. Meitens, den habe ich gesehen. Der hat aber 36 Minuten und 21 Minuten Rückspann schon auf Hürth. Schalaput holt sich jetzt den Etappensieg, wartet. Wenn der angreift, dann ist vorbei. Attacke! Nee. Wer ist denn da noch? Ach du Scheiße. Hat der irgendjemand noch von uns Kraft? Er bleibt doch am Hinterrad, Junge. Oh, willst du Stress hier oder was? Ich schau die Fresse. Oh, nee, jetzt hol ich den Sprintsieg. Oh, halt ihn auf. Halt ihn auf, hab ich gesagt, Junge. Nee, jetzt kommt, zieh. Oh mein Gott, ist das... Doch, komm, diesmal geht's für uns aus. Los. Ja! Hörst du, Wichser. Yes, Mann! Der nächste Sieg. Boah, Alter, so eine Last. Boom. So, erstmal... Das war das. Erstmal meine... YouTube-Buddy. Nein, Alter. Ja, muss das sein. Steve. Und noch 8er, ich glaub's ja nicht. Das ganze Geld wird mir aus der Tasche fallen, muss er mal einbauen. Wie ist der Alter? Jo, ist eine Bene, da ist er. Ja, der Dominik Nerz, das sind heute richtig gut davon. Dieser Bursch ist abnormal gut. Es wäre ein richtig guter Plan gewesen, wenn, ja, wenn das und das nicht gewesen wäre. Yeah, motherfucker. Da, aber, Revanche-Spiel. Genau derselbe Scheiß. Mit Christoph, zweite Etappe. Diesmal gewinnt nur Dominik Nerz. Die Tschechen sind ja auch gut unterwegs, ist mir auch aufgefallen.
König Jan Hürt. Bennett über 185 Punkte. Schalaput 98 Punkte. Ja, kommt den 100 immer näher. Nachrückserie Jan Hürt schon 6 Minuten 34 jetzt. Der jetzt immer besser in die Tour reinkommt. Yo, Astana von dir Zeit. Freut mir ein Sieg für Nerz. Jo. Jetzt Dritter. Bis jetzt hat er ja noch nicht gesagt, ob er bleibt, aber Training, ne? Müsste es doch zufrieden. Nummer-Lei-Rundfight-Sieger. Tour-Etappensieger jetzt. Dritter der Gesamtwertung. Schade, das wird noch nicht so viel. Also das ist die, dass die da nicht so gut Energie hatten. Und auch kein Abfahrer ist. Wenn jetzt ein Abfahrer gewesen wäre, oh mein Gott, da hätte ich das Ding jetzt hier rausfahren können. Aber jetzt ist kein Abfahrer. Aber am Ende freue ich mich um den Sieg für den Burschen. Oh, Bennett zögert. Kluge zögert. Wir verhandeln mal. Ja, ja, klar wird da verhandelt. Ja, natürlich. Ja, jetzt... Natürlich haben wir kein Geld mehr. Nee, ist klar. Jo. Wie viel will der denn? 12.000, jo. Moment, wie alt ist der hier? Klare, nee, bis die verlängert. Abbrechen. Naja, wenn hier... Gehen die mal meinen... Sam hier nicht mal verlängert. David Ballerini. Ballerinne. Sprinter, örtlich. Scott Waites. 74 ist noch 26 Pause. Ja, Deutscher wird verlängert. Oh ja, Robin. Okay. Gucken wir mal, ob er kommt. Jan, die, ne, die drin. Die denn. Hier auch auf jeden Fall, den wollten wir auch haben. Da sind wir für 16.000 sogar. Willi will wohl. Willi will es wissen. David Ballerin, das war der Sprinter. Ja, Sprinter haben wir doch jetzt genügend. Nee. Sollen wir Scott Waites verlängern? Ich weiß nicht. Also fährt er jetzt ohne gebracht, die Song, oder? Ja. Ja. Hier. Ich hoffe, dass wir dem Bennett noch einen Vertrag anbieten können. Nicht, dass der jetzt wechselt. Der Pisser. Nicht mal über der Erfolg hätte und dann mal gleich ab hier. Jo, zögert noch. Oh ja, er zögert noch. Nö, denn Scott Waites will nicht. Nee. Roger Kluge möchte gerne, also bleibt er. Jo, Jan. Jo, der war richtig gut im Spiel. Ja, so wie der Dolan zögert noch. Robin, ja komm. Jetzt kommst du aber. Jetzt knüllst. Tino Tömmel, war der nicht mehr bei uns? Warte mal. Nee. Nö, warum sollte ich dich nehmen? Warum? Für was? Schwarzmann, ja, jetzt könnt man für Schwarzmann, weil wenn der Dings abhaut, dann möchte Kiro noch eh nur schon Sprinten haben. So, dann machen wir das wieder mit den Schnippeln. Warte mal, ich guck mal, was die 12. Etappe ist, Hügel. Die ist aber auch nicht so schlimm. Ah ja, da ist nichts Schlimmes dabei. Da werde ich auch die letzten 20 Kilometer oder so mal rinschnibbeln. Dann kommt schon das Zeitwandel, wo wieder rinschnibbelt. Ich glaube, dann kommt schon wirklich das Zeitwandel. Zehnte, elfte, ja, da sind wir jetzt. Die. Ja, dann kommt das Zeitfahren. Kommt wieder ein Sprint. Dann kommt wieder ein Sprint und dann kommt wieder Zeitfahren. Da werden wir alle drin schnibbeln, also... Der Zeitfahren werden wir nur von Dominik Nerz machen. Das werden wir auch schnippeln. Doch. Damit wir vorankommen, damit wir endlich zu den Bergen kommen. Ja, da. Also, würde ich mal sagen, sehen wir uns zu den letzten 20 Kilometern. Also haut rein, bis dann und ciao.